Herzlich willkommen zu weiter Runde hier bei 7DST. Wir kurz mal reparieren. Ich hatte heute Nacht Besuch gehabt. Und zwei großen Bären. Und dann mal schauen, dass wir das hier alles repariert bekommen. Und dann würde ich halt selber nicht reinlaufen. Aber so im Großen und Ganzen geht der Schaden ja eigentlich ganz gut aus. Minimal. Ja. Ist schön zu sehen. Ich habe heute Nacht ein bisschen gebaut. Ich habe mir zwei Dartpfannen aufgestellt. Beziehungsweise fertiggestellt. Man muss ja immer wissen, Dartfalle funktioniert bei Strom. Und zwar immer als Dauerfunktion. Das ist ja dem Augenblick ungünstig, weil dauernd deine Munition alle wäre. Also habe ich einen Schalter so gebaut und sobald Zombies kommen, kann ich separat zuschalten. Naja, Straße auch nicht reparieren. Wäre Quatsch. Aber hier halt diese Stäbe hier, diese. So. Das sieht ein bisschen komisch aus, ob man darüber gehen kann. Ja, wir bitten. So. Denk mal, so ist besser, ne? Ja, ansonsten. Oh. Der ist kaputt. Da muss ich einen bauen, einen reparieren. Die habe ich auch nicht vorrätig. Mal gucken wegen Besucher. Ja, hier dürfte das gut sein, aber wie gesagt, ich will es nicht testen. Weil irgendwann ist der Blutmond, ich glaube bei Tag 77 ist Blutmond und dann sollte das wieder heile sein. Also schnell rein. Nehmen wir gleich was mit. Machen wir das Ding hoch. Dann sind wir halbwegs sicher. Ja, hier drin ist ein bisschen verschleiert. Liegt aber daran, dass einfach hier so viel. So, bauen. Das dauert noch eine Weile. Das heißt, ganz kurz mal hier reingehen. Haben wir einen zweiten, ne? Jo. Hier können wir auch bauen. Elektropfosten. Wir stellen einen her und wir werden gleich mal noch 5 Reserve machen. Naja, so war nicht gedacht, aber egal. So. Blei einschmelzen. Dann gleich weg. Können wir gleich mal Patronendosen herstellen. Mal hier was gehen? Messing? Nö. Messing. Jo, haben wir. Schmelzen wir ein, ne? Brauchen noch mehr Eisen. Das heißt,
Wir werden mal schauen. 6000 und die 3000. Wenn wir nachts wieder mal losziehen und mit dem Eisen holen. Na, hier nicht. Zum anderen Ofen mal hin. Hier 3000. Darüber, zack. Machen wir Scheide darüber und Eisen rein. So. Haben wir zwei. Aus Erfahrung dürft bald wieder welche auftauchen. So. Das ist die Schreierin. Die muss gleich erledigen. So, muss schnell sein, bevor uns einer stört. So. Wer hat aber gelacht? Mit Messer nicht, mit Zange. Hinkriegen würden, ne? Abgesichert. Für die erste. Bettung mit verstärken, mit Eisen fallen heute Nacht oder ja. So, muss halt Gepäck reinbringen, den Rest. Und dann. Ja, die Tür muss ich mal reparieren. Die sah ja verbeult aus ohne Ende. Die war auf 3000 runter, muss ja jemand oder jemande, keine Ahnung, wer auch immer, die daran gekloppt haben, muss ich reparieren. So, die kommen woanders hin. Blei zu Blei. Da haben wir Elektroverkabelung, Schaltung, ja. Und Schalter. So, gut. Die Dinger kommen dann halt, Eisen kommt hier und rein. Und hier die meisten, naja, die meisten Teile bei Elektrik und so, ne. So, die Eisengitter können auch noch. Die werden zum Händler fahren, fällt mir gerade so ein. Das können wir hier reinlegen. Pistole, Schaufel, Picke. Ach, Picke brauchen wir keine. Das können wir auch hier lassen. Das auch. Das auch. So, okay. Händler. Händler heißt. Immer die ganze Bücherei über hier. Die wissen hier. Da wird er nicht alles einmal nehmen. Heißt verkaufen. Das alles, was ich schon weiß, was ich schon mal gelernt habe und gefunden habe. Und das kann der Händler ganz gut mir abkaufen. So, altes Geld, neues Geld. Noch mehr altes Geld, das kann man eintauschen. Nur darauf achten, dass ich nicht so viele Sachen mitnehme. Gold und Silber, ja.
kriege noch drei Dachen rein hier. Mal sehen, was unser Händler abnimmt. So, Geld haben wir mit. Wir sind auch nach Pistolen behalten wir. Auf zum Händler. Da geben wir Maschinenpistole in der Hand, ne? Sollen wir mal vorsichtig sein. So. Ja, hatte heute Nacht Besuch gehabt von zwei Bären. Ja, musste wieder schießen. Aber ich konnte nicht raus, sie looten, weil alles unter Strom war. Außer nachts ein bisschen gefährlich. In Anführungszeichen, und da doch mal plötzlich drei, vier kommen, geht ja sehr schnell. Und das haut dich um, ne? Das wollen wir ja nicht. Der Computer ist heiß. Nicht gut. Ja gut. Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Hier rechts können wir noch mal reingucken nachher. Schauen wir, was da zu holen ist. Ja, da hinten aber Aufgaben für mich. Mal sehen, heute haben wir Zeit. Erstens haben wir genug da. Die Basis ist soweit fertig. Denke ich mal. Das eine oder andere kriegt auch noch nachts gebaut. Bis dann mal. Ja, dann machen wir scharf hier, ne? Gut. Gehen wir nicht so. Oder hier mit Binde. Sieht so aggressiv aus, ne? So wie da. Corona. So. Hey, jetzt mal. I thought you might be one of the dead. Was willst du haben? Du kannst mir nicht helfen. gut. Anderes Thema, ne? So. Jetzt immerhin was zu kriegen, ne? Schöne kleine Süppchen. Bin aber auf der Welt hier alleine. Das heißt, andere Mitspieler sind nicht da drauf. Keine. Ja. Mit Absicht, weil ich sozusagen zu selten denn online wäre, ne? Na, 2000, ja. Was haben wir schönes? Ey, vorgucken müssen, ne? Panzerbrechende Munition brauchen wir nicht. Das
Kennen wir noch nicht. Was wir nicht kennen, das können wir mal auch ruhig kaufen, ne? Klingenfallen brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. T-Shirt, Helm, Veteranenschuhe. Oder Lederbandschienen, das ist schlechter, was ich habe. Militärstiefel? Auch nicht viel besser. Geh mal vorne rein. Cheesepulver? Brauchen wir nicht. Haben wir selbst. Gekochtes Fleisch. Das ist alles von mir. So, Beton, Klebeband. Rakete, paar Totenhülsen. Das kaufen wir ruhig. Zu essen brauchen wir nichts. Spind und so brauchen wir auch nicht. Matratze auch nicht. Also Schnickschnack brauchen wir nicht kaufen. Leider. Kann weg, ne? Ja. Kennen wir schon. Maschinengewehr. Torradfahrwerk. Ah, das brauchen wir nicht. Peace be with you, my friend. Und? Can you help me with my problem? I can't thank you enough. So, gut, wohin? Da schauen wir mal einen Plan rein, ne? Da. Ne, das ist verkehrt. So, auf geht's. Also hätte das Ding auch nicht mitnehmen können, ne? Da lassen können. Keine Sorge, ich muss drehen. Mit der Maus fahren sind ganz komisch. Bloß lecken. Aber man gewöhnt sich dran, ne? Ja, wir haben auch nicht viel gekriegt, ne? Also ganz kurz mal gucken. Da auf der richtigen Seite bleiben. Das heißt, aber hier ist nicht günstig zu fahren. Heißt, wir müssen den Fluss überqueren bei Gelegenheit. Ach, hat sie mal verlaufen.
Hello. Oder gibt es da irgendwie einen Zugang, in Anführungszeichen? Eine Brücke oder sowas. Müsste eigentlich, ne? Und das sieht doch ein bisschen flacher aus. Will er uns gerne den Mond beibehalten. Ah, was Brücke. Aber Anschiss. Das Anschiss. Oh, er geht bauen. Das ist großer Anschiss. Da will ich hin. Also können wir auch hier über Bahn gehen, ne? Und da mal vorher schauen. Da führt ein Weg hin. Ist blöd zu heranzukommen. Die fahrt nicht zu Fuß. Moped. Hirsch. Das war kein Hirsch, aber ein dicker Hirsch. Oh, zu hoch geschossen. Mein Hirsch. Na, wisst ihr was? Da kann ich rüber. Das ist ein kräftiger gewesen. Hier waren Menschen. Wir nähern uns dem Ziel. Scheint sauer zu sein. Aber das kann trügen, ne? Oh, ein Vogelnest. Da ist er.
Nach deinem haben wir keine, ne? Tolle Show, das soll es dann für heute gewesen sein. Morgen geht's weiter und dann holen wir Kram und Schatz aus. Dann mal tschüss und winke winke, ciao ciao. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Bis morgen. Tschüss.